Yo, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part Pokémon Schwert. Ich will immer noch sagen Pokémon Schwert und Schild, aber es heißt ja nur Pokémon Schwert, weil ich ja nur Pokémon Schwert spiele. Aber auf jeden Fall, wir sind es hier vor der ersten Stadt. Gehen wir doch mal hier rein. Na, das Aufploppen. Aber man merkt das Aufploppen wirklich, ne? Also, es stört mich mehr, als ich dachte. Ich dachte nicht, dass es so krass sein würde. Es ist natürlich nicht das Ende der Welt oder so, aber es fällt schon auf. Ein stärkeres Glurak habe ich noch nie gesehen. Ist das das Glurak von Delion? Ich glaube nicht. Ich meine, Delion ist ja gerade hier. Okay. Ach man, ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie vermitteln kann, aber mir macht das Spiel momentan richtig Spaß. Und es macht auf mich auch einen richtig guten Eindruck. Zumindest momentan noch. Wir sind ja noch hier komplett am Anfang. Deswegen muss das nicht unbedingt etwas heißen. Alle Züge verspäten sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Ach, die Deutsche Bahn, okay. Was ist mit dir? Ey, ich wollte mit dir reden, Alter. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Willkommen beim Hier ist ein Supermarkt? Ach so. Was möchtest du tun? Damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Oh, Beleber. Wir haben 31.000 schon? Alter, was ist denn hier los? Okay. Da hat unsere Mutter aber mal so richtig was mitgegeben. Ich merke schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Kram hier schon brauche, aber wenn wir das Geld haben, warum nicht einfach mal kaufen, ne? So, hier Feuerheiler mitnehmen, Eisheiler mitnehmen. Wir haben ja die Kohle, also unser YouTube-Money ist hier auf jeden Fall sehr gut investiert, würde ich sagen. Paraheiler, so, ja. Also Beleber. Ja, komm, wir nehmen einfach mal zwei Beleber. Drei Beleber mit, okay. Aber wie gesagt, wir haben ja das Geld, ne? So, hier. Was haben wir hier? Okay, alle Züge verspäten sich. Hallo? Kann ich hier nicht Glurak machen? Der fette Arsch, kann er da mal weg? Nein? Okay. Na, dann halt nicht. Na gut. Begeben wir uns mal hier nach rechts vielleicht? Also ich würde mir schon die ganze Stadt hier gern mal anschauen. Ach ja, genau. Hier ist ja das Labor, ne? Ah, ich meine, wir können uns ja auch nach dem Labor noch die Stadt anschauen, deswegen soll mir das jetzt erstmal nicht weiter wichtig sein. Gehen wir erstmal hier in das Labor rein. Du hast es hergefunden. Gut gemacht. Ach, das ist doch sein Glurak. Ach so, ah. Das Glurak hat dort hinten nur gechillt. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Okay, wollen wir mal da rein. Sehr stylisch hier auf jeden Fall. Also so rein von der Architektur hier. Gefällt mir das sehr gut. Oh, jede Menge Bücher, Alter. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Und hier hätten wir noch weiteres Wollo. Oder Wolli, oder wie auch immer. Ah nee, das ist... Wer ist das denn? Ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt. Wir haben es schon mal gesehen. In Trailern und so, aber... Delion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Und wer ist das? Ist sie die Professorin hier? Hallo, Voldi. Na, mein Kleiner? Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn hab. Voldi hat mir da schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für, blöde Witze? Daher musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Wer bist du denn jetzt überhaupt? Sania. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Also sie ist nicht die Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist RGE, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihr ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Willst du schon weg oder was? Ja, na dann. Tschüss. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft.
weil sein Kopf immer in den Wolken hängt. Naja, er ist ja auch der Pokémon-Champ, ne? Oh, du hast ja auch einen Smart Rotom. Hey, Rotom! Ah, Smartphone, Smart Rotom, oh Gott. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Navi-Funktionen. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer, naja, der Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Also, ich habe schon das eine oder andere Pokémon zuvor gespielt, deswegen sag ich mal das. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Jetzt hätten wir auch den Pokédex, okay. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Ich dachte, das hier wäre ihr Labor, warum ist sie da nicht hier? Okay, aber das Labor können wir uns ja trotzdem nochmal anschauen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Kleine Küche hätten wir hier. Ah, okay, okay, okay. Können wir da noch hochgehen gleich? Diese Pflanzen werden offensichtlich mit viel Sorgfalt gepflegt. Sie gedeihen prächtig. Ich möchte hier auf jeden Fall nicht durch das Spiel durchrennen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Über die Wandlung von Pokémon... Ach so, über die Wandlung von Pokémon. Pokémon ändern ihre Gestalt nicht nur durch Levelaufstieg, sondern zuweilen auch durch den Einfluss bestimmter Items oder Orte. Oh, das geht ja noch weiter. Man nimmt an, dass ein spezieller Faktor in ihrem Inneren für den Wandel der Gestalt und Persönlichkeit verantwortlich sei. Doch bisher wurde kein schlüssiger Beweis für diese Hypothese gefunden. Ja, es gibt ja online so Gerüchte, dass das Spiel so 15 bis 20 Stunden lang sein soll. Aus Reviews geht jetzt eher hervor, dass es so um die 40 Stunden ist. Deswegen, ich möchte nicht, dass das Spiel innerhalb von 30, 40 Parts schon rum ist. Deswegen, ich würde mir ja gerne noch alles anschauen. Immer schön alles erkunden und mitnehmen, was man mitnehmen kann. So ist ja nicht. Ach, warte, ist egal. Ach, hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Wer bist du? Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neuer Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier, für dich. Was ist mit dir los? Ein Trank, okay. Das ist ein Trank. Ja, ich weiß, was ein Trank ist, Alter. Vielleicht auch ein Pokéball oder so? Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf Schildern steht. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich hier noch rechts weiter? Ah, tatsächlich, ach so. Ah, hier ist noch ein weiteres Item versteckt. Oh, ein Sonderbonbon, okay. Ach, hier wird uns sogar direkt angezeigt, was das Item macht. Das ist ja auch ziemlich cool. Aber hoffentlich nicht immer, wenn man es findet, sondern nur bei neuen Items. Hier auf dem Land geht es recht ruhig zu. Die Großstadt dagegen werde ich umhauen. Wenn du dich auf deinen Reisen verirrst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Ach ja, warte, jetzt haben wir ja den Pokédex, ne? Hier. Okay. Ist ja auch ziemlich interessant, dass hier empfohlene Pokémon angezeigt werden. Haben wir irgendwelche Daten zu Hoplo? Ah, man kann hier sehen, wie oft man gegen das Pokémon gekämpft hat. Ist ja auch ziemlich interessant. Also, wir haben hier schon mal Kleptifuchs. Er stibitzt Twitter, dass andere Pokémon gefunden haben. Dank der samtweichen Ballen an seinen Pfoten ist sein Gang lautlos. Das überrascht mich sehr, dass es kein Feuer-Pokémon ist oder so, weil von der Farbgebung her hätte das vielleicht ganz gut gepasst. Es ist überall in der Galar-Region anzutreffen. Hat es keine Beeren, die es in seinen beiden Backen horten kann, wäre es unruhig. Das wäre das Normal-Pokémon Raffel. Und Micro hätten wir hier. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den Kürzeren zieht, dient dies seinem Training. Okay. Hat es Angst, vergießt es Tränen, die Reizstoffe enthalten, welche andere ebenfalls zum Wein bringen. Sie sind so stark wie 100 Zwiebeln. Alter, was ist mit dir los, Alter, ey? Okay. Gut, jetzt können wir uns hier die Stadt mal etwas genauer anschauen, hier schön in Ruhe. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es mal hier gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor, auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Was ist mit dir los, ey? Hast du Nostalgie für ein Schild, oder was? Ob wir wohl auch alle in 20 Jahren Nostalgie für Schild haben, also für Pokémon Schild, Schwert und Schild? Glaubt ihr, das Pokémon wird
uns allen gut in Erinnerung bleiben oder wird das das schwarze Schaf der Serie werden? Wir werden sehen. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolika? Die findest du in ihrem Haus, ganz am Ende von Route 2. Ist das hier ein Knochen oder was? Was ist das hier auf dem Boden? Ein Knochen? Eine Hantel? Ich kann es nicht so ganz erkennen. Kann ich hier rein? Nee, okay. Na gut, tschüss. Hier waren wir ja schon, deswegen... Ach, da ist wieder der Hopp. Sanja hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus, du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, RGE. Okay. Wie sieht es jetzt hier drin aus? Oh. Okay. Shop, Pokémon Center und dort links haben wir ein Café oder so. Ist es dein erster Besuch in einem Pokémon Center, RGE? Ja, das ist alles hier neu. Meine, ich sag nein, ich kenne mich schon aus, damit es hier nicht eine lange Erklärung gibt. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. RGE, ich gehe schon mal auf Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Okay. Der sprintet aber direkt los, ne? Okay. Kann ich mir vielleicht ein paar Pokébälle kaufen? Was? Nein? Alter, ich sehe doch dort hinten in deinem Regal, dass da Pokébälle drin sind. Unter den Tränken. Da sind Poké... Alter, was ist denn hier los, ey? Dann halt nicht. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst und das sogar kostenlos. Ja, wie sich das rentiert, kann ich euch auch nicht sagen. Was steht da auf dem Schild drauf? Das ist bestimmt irgendeine Fantasiesprache, oder? Naja. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, auf jeden Fall. Heilen wir mein Team hier eben schnell. Ich weiß auch übrigens noch nicht, wen davon ich jetzt im Team lassen werde. Starter-Pokémon auf jeden Fall, aber den Rest, keine Ahnung. Wilde Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. In den richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zuverlässiger Partner zu werden. Was ist das da für ein Pokémon? Sieht sehr interessant aus. Ist das vielleicht eine Galar-Form von Ordoch? Es sieht schon sehr ähnlich, aber keine Ahnung. Ich bin ein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf's sein? Ein... Ach, hier kann ich, Ah, das ist ja cool. Und wenn wir das jetzt in jedem Pokémon-Center haben, wäre das wirklich ziemlich krass. Hier können wir Namen verändern, Attacken vergessen lassen und Attacken beibringen. Aber auf jeden Fall... Ich habe mich nicht spoilern lassen wegen den ganzen Galar-Formen und Giga-Dynamax-Formen, also... Auch für mich wird das ja alles noch neu sein. Zum Großteil zumindest. Ich kenne natürlich die ganzen aus den Trailern. Und ich habe schon noch so ein, zwei weitere gesehen. Aus den Leaks, aber halt auch nicht alle. Also von daher, ich bin gespannt, ob das da vielleicht links... Nein, ich wollte gar nicht heilen, ich wollte zum PC. Sorry, ich bin gerade echt ein bisschen verplant. Aber auf jeden Fall, ich bin schon ziemlich gespannt, wer hier alles so eine Galar-Form und eine Giga-Dynamax-Form bekommen hat. Ist auf jeden Fall die perfekte Möglichkeit gewesen, um hier irgendwie... einige alte Pokémon mal wieder... Oh, auf Trab zu bringen. Gut, hier haben wir das Boxsystem. Dürfte uns allen mehr oder weniger bekannt sein. Nur 8 Boxen. Vielleicht werden die über Zeit noch etwas erweitert. Das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber gut, hier brauchen wir momentan nichts. Wir haben ja nur 4 Pokémon, deswegen ja. Habe ich mit dir schon geredet? Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Hä? Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Okay. Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Hier, im Dezember. Und an welchem Tag? Am 2. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also am 2.12., ja? Ja, ja, ja. Na, wenn du am 2.12. geboren wurdest, dann wirst du... naja, also du... Hä, was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle geklebt. Alter... Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Wo war gerade... Ach ja. Dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Mega-Glück. Oh, Nagito Kumaeda, kann ich mich jetzt umbenennen?
Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, war nur ein Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss, man sieht sich. Ja, das war jetzt irgendwie eine Zeitverschwendung. Ja, sie ist weg. Hä? Okay. Wo ich gerade schon Nagito angesprochen habe. Es gibt ja einen Trainer hier in Pokémon Schwert und Schild, der Nagito sehr ähnlich sieht. Wann wir den treffen werden, kann ich euch aber nicht sagen. Was ist aber hier? Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Ach, wir können uns Beeren kaufen? Oh. Wir werden die Beeren bestimmt noch gebrauchen für das ganze Curry kochen, ne? Deswegen würde ich schon mal ganz gerne hier einige mitnehmen. So, Amrena-Beeren, so. Und hier, so. Danke für deinen Besuch. Ich habe gehört, dass Delion einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Sorry, meine Stimme ist echt noch angeschlagen. Ich habe ja schon mal im letzten Part erwähnt, dass ich am Donnerstag richtig krank war, deswegen. Es ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt noch reden kann momentan. Oder wieder reden kann. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Weil ich aber sagen muss, ich freue mich richtig, dass meine Stimme überhaupt wieder da ist, weil ansonsten hätte ich hier noch gar nicht aufnehmen können. Also von daher hatte ich doch noch mal Glück im Unglück. Ich dachte, ich wäre jetzt das ganze Wochenende lang nur im Bett, aber nee, da hatte ich noch mal Glück. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also, die Artikelauswahl hier ist schon etwas kindlich. Zu kindlich für meinen Geschmack. Okay, hier haben wir eine Boutique. Wir können uns hier neue Anziehsachen kaufen. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Okay, okay, okay. Ja gut, dann kaufen wir mal. Hier. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ah, hier haben wir auch direkt immer eine Vorschau. Oh, hier gibt's ja richtig viel, Alter. Das macht auf jeden Fall direkt mal einen guten Eindruck. Also, die wollen mir sagen, dass es in jeder Boutique andere Sachen zu kaufen gibt. Aber hier gibt es schon so unglaublich viel zu kaufen. Wie viel haben sie denn eingebaut, Alter? Ja gut, ich möchte mir jetzt schon hier was Neues kaufen. So ist ja nicht. Was für Socken, Alter? Ich sehe keine Socken. Okay, warte mal. Kaufen wir erstmal andere Schuhe. Oder? Eigentlich gefallen mir die, die ich gerade anhabe, schon am besten. Und die Socken, die sieht man gar nicht. Von daher, vielleicht bei langen... Ah, bei langen Socken sieht man die zumindest. Okay. Okay, kaufen wir uns mal lange Socken. Haben wir vielleicht schwarze oder so? Na, vielleicht mal die hier. Marine blau oder grau? Nehmen wir mal die mit. Ah, nee, warte. Blau. Blau. Ja, so. Zieh mal an. Genau. Schuhe möchte ich nicht wechseln. Ah, wir können sogar den Rucksack wechseln. Oh. Ja, nehmen wir auch mal hier den blauen. Aber schon ziemlich teuer, ne? Oh, oh, oh. Sollte ich mir hier wirklich so viel kaufen? Ich habe gleich keine Kohle mehr, ey. Ballonmützen, nee. Das, was ich gerade anhab, gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Deswegen, nee. Eine Brille. Es gibt hier sogar Brillen, Alter. Nee, will ich auch nicht haben. Handschuhe? Nee, braucht man nicht, würde ich sagen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber jetzt gerade mal eher nicht. Aber das Shirt sollten wir auf jeden Fall noch ändern. Aber warte mal, erstmal hier vielleicht... die Hose wechseln. Was haben wir momentan an? Das hier, okay. Vielleicht einen Rock anziehen. So ein Mini-Rock. Der hier vielleicht? Normalerweise nutze ich solche Sachen hier in Spielen nicht und lasse einfach immer nur den Standard an. Aber jetzt hier nutze ich mal die Möglichkeit und passe hier den Hauptcharakter entsprechend an. Sie heißt übrigens meines Wissens nach offiziell Gloria. Wie der Typ heißt, das kann ich euch aber nicht sagen. Vielleicht hier so. Ja, so. Ja, das gefällt mir sehr gut. Grün-Blau. Meine zwei Lieblingsfarben. So. Lass doch mal so. Vielen Dank, wenn du dich umziehen möchtest. Ich bin schon umgezogen, Alter. Also mir gefällt's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, na gut. Das finde ich sehr cool, dass sie hier das Customization-System so ein bisschen ausgebaut haben. Das verwirrt mich so sehr. Ihr seht das bestimmt auch. Die Blume hier, die leuchtet so, ne? Ich denke immer, da ist irgendwas, aber da ist nichts. Warum leuchtet die denn so? Was ist denn mit der los, ey? Gut, habe ich mit euch schon geredet? Ich habe gehört, dass Delian einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ.
Naja, bisher hat er noch nicht viel geleistet, aber vielleicht in Zukunft. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten... Ach ja, das war der Typ, genau. So, hier kommen wir dann gleich auch schon aus der Stadt raus, oder was? Na gut, dann hätten wir diese Stadt jetzt hier schon so ziemlich erkundet, schätze ich mal, weil da geht's ja schon wieder weiter. Dann würde ich sagen, schauen wir uns, ja, die nächste Route im nächsten Part von Pokémon Schwert und Schild an. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch zur Unterstützung, wie immer sehr nett und bis zum nächsten Mal.